Ich habe ja Raven schon platt gemacht. Raven ist schon kaputt. Sonst hätte ich ja die Rune hier nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Energie stehlen. Die richtig scheiße ist. Aber ich hab sie. Nee, Raven ist schon kaputt. Meine Meinung ist. Gitter. Wer ist ein Gitter? War die auf dem Hof? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Hier kann ich noch die Innos-Statue, glaube ich, geben. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, schon gut. Erreicht. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als... Es wäre am besten, wenn man einfach mal so alle... Koch mir mal alle meine Fische zur Suppe. Ich mache mir ein bisschen Geld. Ich gehe ein bisschen schmieden, um Geld zu kriegen. Ist Gitter nicht die alte hier von Torben? Du hast ja verpasst. Kann man auf YouTube gibt's es noch zu sehen. Das ist doch Gitter. Und hier gibt glaube ich keinen. Hier geht doch alles vor die Hunde. Nee, hier ist Gritter. Überall, wo man hinschaut, sieht man überall alles scheiße. Ich hab dich verklopft. Erinnerst du dich noch dran? Ich glaube nicht. Es war ein sehr epischer Fight. Oh, wie viele habe ich denn? Relativ viele. Schön. Jetzt kommt Harald. Harald. Gewöhnliche Waffen schmieden Schwert. Gewöhnliche Waffen schmieden Schwert. Gewöhnliche Waffen schmieden Schwert. Geh weg! Ich will schmieden. Oh, hey, you. Aber es gibt ja schon mal ein paar. Ja wieder. Bring mir bei, wie ich noch. Nee, ich möchte meine geschmiedeten Waffen. Ich will kaufen. Meine geschmiedeten. Gut. So, und. Ach, das ist die Kräuterhexe, die heißt Gitter. Okay, dann gibt's Gritter und Gitter. Und Innos. Die Kräuterhexe, bei der war ich auch noch nie. Stimmt. Ja. Zu weit entfernt? Willst mich verarschen? Und alles, was wurde von. Ach ne, ups, das ist zerstört. Auf der Seite. Ist auf der falschen Seite. Okay. Spiel hat recht, ich hab recht. Muss ich ein bisschen vor dem Drachensnapper in Acht nehmen. Weil ich hätte noch pennen können, dann müsste ich jetzt noch schon wieder Mana-Tränke rausdrücken. Boah, die stehen halt echt überall, ne? Weggläsern! So, wieder mit vereinten Kräften zu topfen. Tante wohnt im Wald. Da muss ich mal hin. Weil der war ich nicht. Da drüben. Boah, ey, warum sind denn hier so viele Drachensnapper gespawnt? Ich krieg ja Kopfweh von. So. Auf Bengars Hof ist nicht mehr so viel los. Da sind nämlich vorhin ja ein paar seiner Bauern ein bisschen verstorben. Um es nett auszudrücken. Ich hab grad schon gedacht, da wären Schattenläufer. Auf, greif ihn an. Das ist gerade echt das Skelett verreckt in dem. Was kommt hier? Gut, Skelett. Was macht es denn? Ah, jetzt.
Gott, jetzt mal nur die Hälfte abgezogen. Ganz gut, wenn man zu zweit draufhaut, dann ist er immer so verwirrt, da weiß er gar nicht, auf wen er gehen soll. Schön. Jetzt habe ich einen Geschwindigkeitsdank. Ah, ich glaube, ich springe eh hinten einfach runter. Vom Weidenplateau. Banger ist jetzt hier voll traurig allein, weil seine ganzen Bauern tot sind. Schon wieder eins von diesen Biestern. Oh. Oh. Oh shit. Fuck! Warum? Warum greift der denn NPCs an? Und was passiert da drin? Böses Skelett. Brauche ich Banger noch? Weil der ist jetzt tot. Ihr habt nicht mal ein Haustier. Nichts zu holen. Die Jungs da drin, ey. Scheiße. Fuck. Was macht er denn hier? Pardos? Who the fuck is Pardos? Alles klar bei dir? Hey, mein Retter. Danke nochmal. Jetzt kann ich mich den ganzen Tag ausruhen. Alles klar, ich zieh dann mal weiter. Das hat ja keiner gesehen. Alles klar bei dir? Hey. Alles Scheiße, jetzt war er aber auch nicht beabsichtigt. Och nö, ey, der Banger, der... Ich habe ja gesagt, ich lade nicht nochmal. Wenn irgendeine Scheiße passiert, dann passiert halt die Scheiße. Aber Banger war eigentlich einer von den Guten. Es tut mir voll leid, Mann. Nichts zu plündern. Kann ich den irgendwie wiederbeleben? Warte mal. Dann habe ich das letzte Mal gespeichert. Ich will echt nicht, dass Banger tot ist eigentlich. Auf dem Weg dorthin. Ich frage euch, soll ich laden, damit Banger nicht tot ist, oder soll ich ihn tot lassen? Da muss ich natürlich auch eine Antwort bekommen. Wenn nicht, dann lade ich. Vielleicht auch nicht. Scheiße, Mann. Der Banger mochte ich eigentlich. Der war ganz nett. War ein Unfall. Verhaftet mich nicht. Es war ein Unfall. Jetzt lasst er mich aber hängen. Den Tod hat er verdient, er hat angefangen. Stimmt, er hat mein Hausskelett als schon wieder eins von diesen Drecksviechern bezeichnet. Ja, okay, dann gehen wir halt weiter. Er hat es verdient. Scheiße. Naja, wenn man noch gebraucht hätte, dann wäre er bestimmt nicht tötbar gewesen. Wäre unsterblich gewesen. Ui. War Banger einer von denen? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Immer wieder das Gleiche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der einzige bis jetzt war. Aber eigentlich. Ich erzähl dir doch. Muss es echt einer von. Ist er einer von wenigen? Irgendwann muss das hier so kommen. Fuck. Der arme Banger, der tut mir echt leid. Es gibt ja viele, bei denen tut es mir nicht leid, aber bei dem schon.
Der wurde halt auch so dreckig umgeklatscht von meinem Skelett, so puff, war er tot. Der hat halt einen Hit aus. Scheiße. Das Haar hier steht echt dann über. Die anderen wurden ja von Tieren getötet. Ja, okay. Das stimmt, die heute Mittag, die haben sich. Die sind selber schuld. Oh ja, Schwimmen ist hier bei bedeutend leichter, obwohl die Steuerung ja auch schon echt nicht die leichteste ist. Weil man spielt es ja nur mit der Tastatur, aber es ist bedeutend einfacher zu schwimmen als im Witcher. So geil, wie er sich nicht entscheiden kann. Ach so, wenn ich es anlabere, dann fällt es einfach zu Staub so. Nichts, so, da ist nichts. Das ist aber eigentlich auch. Eigentlich kann ich mir doch da unendlich XP ercheaten, in Anführungszeichen, weil ich kann ja immer ein Skelett beschwören, das umklatschen, dann kriege ich dafür Erfahrungspunkte, weil es greift mich ja nicht an. Das ist ja mein Beschworenes. Und dann ist immer so weiter. Hm. Das interessiert mich nicht, wird sich das jemals ändern. Das will doch keiner wissen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich lieber die Finger. Ich bin ganz deiner Meinung. Warum arbeitest du nicht? Hast du es noch nicht gehört? Die Paladine haben Bennett verhaftet. Was ist passiert? Naja, wir waren in der Stadt, um einzukaufen. Auf einmal haben wir einen Schrei gehört. Jemand rief, da sind sie, packt sie. Junge, hatte ich einen Schiss. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, als ob die Dämonen hinter mir her wären. Bennett war direkt hinter mir. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber als ich vor der Stadt war, war Bennett verschwunden. Ich habe ihn wohl noch in der Stadt verloren. Weswegen wurde Bennett denn verhaftet? Mord. Bennett soll einen der Paladine ermordet haben. So ein Unsinn. Vielleicht hat er das ein oder andere Zusatz. Warum gehst du nicht in die Stadt und klärst das Ganze auf? Die stecken mich doch direkt in den Bau, als Komplize. Nee, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Situation? Du weißt schon, Ona und die Stadt, das muss dir ein böses Ende nehmen. Was ist denn passiert? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wie reagieren die Söldner hier auf dem Hof? Was die vorhaben, weiß ich natürlich nicht genau. Aber einige sind wirklich stinksauer. Kann ich verstehen. Wenn es nach denen geht, würden sie lieber heute als morgen die Stadt angreifen, um Bennett da rauszuholen. Sprich mal mit Lee. Vielleicht kannst du ja was unternehmen. Kann ich bei dir? Ich hab nicht viel. Echt? Ich werde mich da nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Das war doch klar. Das habe ich früher auch. Du verkaufst Minenanteile. Und wenn schon. Ich habe sie ja auch für teures Geld kaufen müssen. Das war doch klar. Hinter ihm her wäre. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Das habe ich früher auch immer. Das war genauso. Musst du die jetzt eigentlich kaufen? Mal ganz kräftig dazwischenhauen. Er weiß ja nicht mal, wie er. Ich habe ja genug Geld. Das ist doch lange bekannt. Das wird sich nicht mehr erzählen. Es war genauso, wie du sagst. Meinst du, mir geht es besser? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich hab da meine Meinung. Ups. Boah, ich hab schon fast. Ich hab neben gedrückt und hab schon Angst gehabt, dass ich jetzt Schnellladen gedrückt hab. Ah, guck mal da, Gordon. Hängt recht entspannt. Hey. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier hab ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Dankeschön. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Was ist mit Bennett? Du hast es also schon mitgekriegt. Die Hunde haben ihn eingelocht, einfach so. Als ob ich nicht schon genug Probleme mit meinen eigenen Leuten hätte. Jetzt kann ich mich auch noch um die Paladine kümmern. Was willst du wegen Bennett unternehmen? Ich weiß noch nicht. Ein paar von den Jungs würden am liebsten in die Stadt rennen und diesem Lord Hagen die Zähne einschlagen. Zum Glück sind wir nicht genug Leute für so eine Aktion. Außerdem ist es nicht mein Stil.
Willst du hierbleiben und abwarten, was passiert? Bestimmt nicht. Laris ist noch in der Stadt und versucht herauszufinden, wie wir Bennett da rausholen können. Bis das geschehen ist, versuche ich, meine Leute zu beruhigen. Ich hoffe nur, dass Laris nicht so lange braucht. Muss ich dann mit Laris sprechen? Kann ich dir bei der Sache mit Bennett helfen? Klar, ein bisschen Grips und Vernunft wird der Sache sicherlich gut tun. Idioten laufen hier weiß Innos genug rum. Geh in die Stadt und sieh zu, dass du einen Weg findest, Bennett da rauszuholen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Männer unter Kontrolle halten kann. Gibt's was Neues wegen Bennett? Nein, wir wissen noch nicht genug. Na, Gorn, alter Haudegen, was geht bei dir denn ab? Alles klar bei dir? Milton hat mich rausgehauen. Das vergesse ich ihm nie. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und dann? Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Das war doch schon vorher klar. Hat er nicht so viel zu erzählen. Ist er ein bisschen sauer auf mich, dass ich ihn hier rausgeholt habe? Hm, vielleicht schon. Aber ich hatte einfach zu wenig Geld. Der ist gerannt. Außen Gold hatte ich einfach nicht bekommen. Ich wundere mich über das. Ich habe so einiges gehört. Wo hast du das denn schon wieder her? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr. Könnte jetzt natürlich in die Stadt teleportieren, um das mich hat er mit nicht verdient. Laris zu das unterhalten. Das habe ich früher auch immer gesagt. Es war genauso, wie du sagst. Ich verhau, glaube ich, noch einen Suchenden. Oh je. Hier war doch noch einer. Komm. Oh, Minecrawler. Hier. Feldräuber. Schön. Die kommen mir gerade weg. Hallo, Freunde. Abreagieren. Ach, ich wollte zu der Kräutertante. Der will nicht so. So, die Kräutertante, die wohnt da hinten irgendwo. Ich hatte ja mal irgendwie so einen leichten Bugrun. Da bin ich dann bei ihr irgendwie durch die Decke gefallen, aber da war ich dann tot. Konnte ich nicht mit ihr reden. Bin ich von oben irgendwie hängen geblieben und dann runtergefallen, dann war ich tot. Aber das kommt jetzt nicht vor, weil ich komme ja ganz regelkonform durch den Vordereingang. Feuerball. Und der da? Warum denn das? So. Was mit den Inno-Schreine? Da war irgendwas los, ne? Da darf ich jetzt nicht dran beten, weil die jetzt voll verderbt sind und so. So, dann gucken wir mal, ob die Fleischwanzen Ragout à la Snuff machen kann. Sagitta heißt sie, nicht nur Gitter, aber schicke rote Haare hat sie. Ganz allein hier draußen? Sag, was du von mir willst und dann geh wieder. Ich habe zu tun. Was machst du hier draußen? Ich lebe hier, seit ich denken kann und widme mich meinen Kräutern. Der Wald ist mein Freund. Er bietet mir alles, was ich brauche. Wer bist du? Du hast noch nicht von mir gehört? Kräuterhexe, sagen sie. Giftmischerin, sagen sie. Doch wenn es ihnen dreckig geht, erinnern sich alle an die gute Sagitta mit ihren heilenden Kräutern. Kannst du mich heilen? Deswegen bist du doch gekommen, oder? Du musst es mir nur sagen, wenn dir etwas fehlt. Kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Interessant. Bisher hat mich selten jemand danach gefragt. Du willst also mein Schüler sein? Dann wirst du erst den Ernst deines Anliegens unter Beweis stellen müssen. Nice, klar, mal wieder. Ich arbeite zurzeit an einem sehr seltenen Trank aus erlesenen Kräutern und Säften. Wenn du mir eine Zutat, ein äußerst seltenes Kraut, das ich nicht hier habe, besorgen kannst, werde ich dich ausbilden. Wo werde ich diese Zutat finden?
Das Kraut, das ich brauche, gedeiht nur an den Stellen, an denen es die richtigen Nährstoffe bekommt. Diese befinden sich in den Exkrementen eines schwarzen Trolls. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, an das Kraut zu kommen. Verstehst du? Verstehe ich sogar. Mal sehen, ob ich es irgendwo auftreiben kann. Na dann. Maldorn heißt viel Glück bei deiner Suche. Mal irgendwas. Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Ich dachte schon, die verkauft Minenanteile so. Ah, wo da drin, Pfeffer, den zweiten. Den kaufe ich mir. Da greife ich zu. Oh, bei den Trinken greife ich auch zu. Bei denen auch. Bei denen auch. Bei denen auch, die kosten nur 50. Kronstöckel. Brauche ich im Moment nicht wirklich, aber so diese Feuernesseln nehme ich noch mit. Kräftig eingekauft. Aber wenn ich jetzt da weiter durch den Wald laufe, dann komme ich ja eigentlich dahin. Und dann ging Sonnenbrand. Vielleicht aber auch ein Trank, der ihre Haare wieder normal macht. Sonnenaloe heißt. Ah. Sonnenaloe war der Name des Krauts. Gut, mal wieder kräftig daneben geschossen mit dem Feuerball. Keinen, der so gut umgehen kann mit Zaubern wie ich. Ziel 1 Meter von mir entfernt. Dann halt zurück. Willkommen zurück, Michi. Oh, da haben sich jetzt Feldräuber in dem alten Lager hier so breit gemacht. Oh, stirbt gar nicht mit einem. Wieder ein schöner fliegender Baum. Oh, das sind Untote. Na Jungs! Alles fresh bei euch. Oh, das sind auch Skelette. Wo kommen die denn alle her? Soll ich da hin? Die sind eigentlich relativ einfach mit Feuerbällen. Da machen wir halbe Schaden. Das sind leicht verdiente 300 XP, also. Und bis der Zombie da ist, kann ich auch noch mal ein Stückchen trinken. Und dann laufe ich ein bisschen weg. Gut! Nice. Eisberg auch schön durchgeschossen. Gehen, ich muss den irgendwie an den Baum pinnen. Ich gehe aber zurück. Sehe ich niemand. So, jetzt aber. So richtig Angst vor denen. Von den Zombies. So, jetzt renne ich mal ein bisschen weiter weg. Und. Jawoll. Also, funktioniert doch. Da ist nichts zu holen. Jein. Ich würde mal sagen, Bauer Banger ist tot. Und zwar nicht mit Absicht. Bauer Benger hat sich leider mit einem Skelett angelegt und ist dabei verstorben. Das tat mir sehr leid. Ich habe kurz überlegt zu laden, aber ich habe ja gesagt, ich lade nicht, egal was passiert. Beziehungsweise wenn ich halt sterbe, lade ich nur.
Ah, guck mal da, nochmal eine Untote. Was zieht denn bei dem Feuerball so ab? Oh, das geht ja wieder. Ja. Ruhig bleiben. Nichts zu hören. Hier waren doch mal Goblin-Skelette, die wurden einfach kaputt gehauen. Bauer Banger, für ihn wollte ich eigentlich auch noch eine kleine Zeremonie abhalten. Oh, rostiger Zweihänder. Darf man natürlich nicht vergessen. Eine wichtige Waffe. Ist da unten ein Bett? Wahrscheinlich eher nicht. Weil hier kommen wieder unglaublich viele Suchende. Ja, wie zum Beispiel er. Okay, die Zeremonie wurde im Moment abgehalten. Sehr schön. Ich weiß nicht, haben die nicht irgendwas zu sagen oder greifen die mich einfach so an? Ich muss mal gucken. Ich glaube, mich irgendwelche labern einen an. Na, ja, der ist gleich fest. Ups. Wow! Geile Scheiße. Das ist aber schon los. Schnell. Skelett. Visier ihn doch an. Guten Abend, Abaddons. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Aber er kann sich nicht entscheiden. Ja. Yeah. Zu, mein Minion. Oh. Das war knapp. Das hätte auch stark in die Hose gehen können. F5. Oh, Waldbeeren! Endlich! Die wichtigsten Items im ganzen Spiel. Lecker alt Waldbeeren reinziehen. Oh, da gibt's noch mehr. Oh, Heilwurzel. Das ist natürlich noch besser. Hier ist auf jeden Fall der Pedro entlang gerannt. Wo ist der denn hin? Ich hab's irgendwie vergessen, wo der Pedro hin ist. Aber es hat mir auch, glaube ich, noch keiner gesagt. Ich muss einfach hier mal entlang gehen. Hier fliehen die Novizen wohl gerne hin. Weil, beziehungsweise hier ging dieses Jahr auch schon den Pfad der Erleuchtung oder wie der hieß entlang. Hier, bis. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ich könnte jetzt hier eine Abkürzung nehmen. Du kannst mir sagen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Na, noch nicht. Noch möchte ich selber mal gucken, wenn ich natürlich dann irgendwann verloren im Wald stehe. Dann können wir mich natürlich aufklären. Landstreicher. Dann gucken wir uns gleich an.